Ist viel zu heiß mit Bade über dem Wetter. Ja, das ist zu viel. Ja. Ein bisschen frei. Ja. In Berlin sitzt der Schiedsrichter auf der Eigentümeragentur ab, weil ihr leiblicher Sohn keinen am Tag auf einer Messerfläche abgesehen hat. Eine Zerreißprobe für die ganze Familie. Heikes Mann und Geschäftspartner Tobias ist samt Tochter Janina sogar ausgezogen. Sag mal, die blauen Teller, 95 oder 99 Cent? Ich finde es echt traurig, dass du mich hier komplett ignorierst. Wir können doch nicht normal miteinander umgehen. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Das ist doch meine Sache. Wie geht's dir denn um Janina bei deiner Schwester? Du, mir und Janina geht's hervorragend. Wir kommen endlich zur Ruhe und dort zählt wenigstens Familie noch was. Mein Gott, ich hab mich doch nie gegen Lukas gestellt. Im Gegenteil. Ich hab immer gehofft, dass er unschuldig ist. Ich versuche rauszufinden, was wirklich passiert ist. Gedenk doch an mein Auge. Ja? Du musst dann anfangen, dich zu entscheiden. Entweder du und Kai oder ich und die Familie. Was? Sei mir jetzt auch noch beschäftigt vor die Wahl zwischen dir und meinem Sohn? Sag mal, setzt du mich so unter Druck? Pass auf, ich werde dich gar nicht unter Druck setzen. Ich werde es einfach ganz anders machen. Ich verlange einfach die Scheidung. Wir sind doch eine Familie. Du kannst doch nicht einfach die Scheidung einreichen, weil wir gehören doch zusammen. Wir gehören immer zusammen. Ich war extra bei Milan, um rauszufinden, was wirklich passiert ist. Du warst bei Milan und was hat's gebracht? Hat er dir eigentlich erzählt, wer ihn niedergestochen hat? Nee, hat er nicht. Na, siehst du, das habe ich ja jeder gleich sagen können. Der Idiot macht den Maul am Tag. Ich habe nur versucht, die Bogen zu werden, ja? Deswegen bin ich zu mir gegangen und habe gehofft, dass ich da was rausfinde. Aber bitte, wenn du mir die Scheidung willst, dann machst du mich nicht ständig von mir los. Ich hatte ja recht. Die ganze Familie zerbricht wegen der Sache mit Kai und Lukas. Bewiesen ist noch nichts, man weiß noch gar nicht, was passieren wird. Ich glaube, wir werden mit Heike nochmal reden, vielleicht kriegen wir das alles noch geregelt und können wieder neu anfangen. Heikes wütende Reaktion auf seine Scheidungsansage hat Tobias zum Nachdenken gemacht. Der 48-Jährige hat begriffen, dass seine Frau lediglich dasselbe macht wie er und zu ihrem Sohn hält. Der zweifache Vater möchte nicht, dass deswegen seine Ehe zerbricht und will Heike um Verzeihung für sein Verhalten bitten. Nach Feierabend stattet er ihr einen unangemeldeten Besuch an. Heike? Ja? Was machst du denn hier? Ach Gott, ich bin. Heike, es tut mir wirklich leid. Ich will mich bei dir entschuldigen. Ich habe mir echt beschissen verhalten und wir müssen schauen, dass wir Probleme in der Gerede kriegen. Weil die Mutter schöne Blumen mitbraucht. Dankeschön. Aber ich meine, woher kommt denn dieser plötzliche Sinneswandel? Vorhin wollte ich auch noch heiraten. Ja, wie da gestanden bin und du bist davon gelaufen und dort hast mich stehen lassen. Und das ist mir jetzt zu viel geworden. Ich will mich hier nicht verlieren. Ja? Und es ist doch egal, ob dein Sohn, mein Sohn angezeigt hat oder nicht. Wir werden es irgendwie, werden wir das schon regeln. Irgendwie wird es schon gut werden wieder. Mensch, es ist schön, dass es ja auch so was beiden ist. Und ich würde mich total freuen, wenn du mit Janine in Ruhe einziehen würdest. Ja, ich habe mit ihm schon gesprochen. Hey, ich bin wieder da. Ja. Ja, was ist das denn? Wie kommst du denn hier rein? Ich habe hier gepennt die letzten paar Tage, weil es mir ziemlich scheiße ging, als du es mitgekriegt hast. Ja, aber was soll das? Ich bin außer Haus und er zieht gleich in meine Wohnung wieder hin. Das ist deine Wohnung. Das ist immer noch unsere Wohnung. Und du bist doch mit Janina ausgezogen. Da kann doch keiner hier einziehen. Ja, ich hab da keinen Bock mehr drauf, sorry. Also, das wird mir jetzt wirklich zu viel. Das wird mir zu viel. Mein Gott, ich mach das doch nicht, um euch zu ärgern. Scheiße.
uns als Tochter wieder in die eheliche Wohnung zieht. Am nächsten Morgen bekommen der Ladenbesitzer und seine Frau Besuch von Rechtsanwältin Katharina Hellbach. Hallo, Frau Schumann. Oh, danke, grüße. Ich war gerade in der Nähe, deswegen ich komme kurz vorbei und dann kommen wir über den neuesten Stand der Ermittlungen. Was Neues? Allerdings nichts Gutes. Die Tatwaffe wurde gefunden. Dabei handelt es sich um eine Küchenmesser aus der Wohnung von Herrn Kirsch. Das wurde ganz dicht beim Tatort in den Gebüsch gefunden. Und darauf waren Fingerabdrücke von Lukas. Ich hatte aber nicht gut an. Ja, im Moment ist es halt eben so, dass vieles gegen ihren Sohn aber praktisch nichts für ihn spricht. Er hat kein Alibi. Im Gegenteil, ein Zeuge hat ihn unmittelbar nach der Tat am Tatort gesehen. Jetzt haben wir auch noch die Fingerabdrücke auf dem Messer. Die Fingerabdrücke ist nicht sauber gewesen. Ja, man kann es halt eben so oder so sehen. Es ist halt unklar, wie die Fingerabdrücke aufs Messer gekommen sind. Am höchsten und was kriegen die später, wenn die Leute viele Tricks geben, 5000 zum Beispiel? Bester Freund jetzt nicht als Täter verdächtig. Aber er kann sich ja angeblich gar nicht erinnern. Ja, ich habe ja mit Wieland schon gesprochen und er hat angegeben, er hätte einen Blackout gehabt. Aber ich irgendwie kam das komisch vor. Er war auch so merkwürdig in dem Gespräch und irgendwie ist auch so aggressiv geworden, als wenn er was verheimlichen würde. Vielleicht sollten wir Jeremina mal ein Mädchen. Ja, das ist ja schließlich ihr Freund. Der wird wohl was rausbringen aus ihm, was passiert ist oder wie das Ganze abgelaufen ist. Also das halte ich für absolut sinnvoll. Sagen Sie, Jeremina war immer noch nicht im Krankenhaus, ist das so? Richtig. Ja, also reden Sie nochmal mit ihr, dass sie den Herrn Kirsch besuchen geht, weil wie Sie schon sagen, also wenn er sich erinnern kann, dann wird das wohl sicherlich seiner Freundin sagen. Naja, aber ich. Vielleicht besser, wenn Sie dabei sind bei dem Gespräch, weil Janina momentan irgendwie auch nicht so gut auf mich zu sprechen hat. Also ich glaube nicht, dass sie sich mir gegenüber öffnet. Na, passen Sie auf, ich fange die Kanzlei, schaue im Kalender. Also, weil ich im Kopf habe, gehen wir wahrscheinlich nur heute Nachmittag. Ich würde nachher mal ansehen, dass wir da irgendwie zueinander finden. Ne? Perfekt, alles klar. Gut, ich mache mal schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Katharina Hellbach hat am Nachmittag tatsächlich noch einen Termin frei und schaut bei den Eltern ihres Mandanten vorbei. Um herauszufinden, wer wirklich hinter dem Messerattentat steckt, wird sie Janina bitten, mit ihrem Freund Milan, der immer noch im Krankenhaus liegt, zu reden. Setz dich bitte hin hier, wir haben mit dir zu sprechen. Janina, wir wissen, dass es nicht leicht ist für dich im Moment. Für uns aber auch nicht. Hör doch bitte erstmal zu, was vorher noch zu sagen. Janina, Sie wissen ja, dass das für Ihren Bruder im Moment alles andere als gut ist. Aber da sprechen ganz viele. Jetzt machen wir Geburtstag. Ja, ich hätte Ihnen erzählt, was das ist. Und die Hälfte weg? Setzen Rechtsanwältin Katharina Hellbach und Janinas Stiefmutter Heike den Plan in die Tat um. Ihr Ziel, die Bar, in dem die 18-Jährige seit kurzem als Kellnerin arbeitet.
Und die Welt, die bräuchte mal die Auskunft, ob die Janina vor 3 Wochen am Montag 16 Uhr gearbeitet hat, also die Spätschicht hier war. Das weiß ich natürlich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich könnte kurz in meine Liste schauen und Ihnen das sagen. Das wäre total nett von Ihnen. Ja, Augenblick. Ich hoffe, man das schon gar nicht gelogen hat. Ja, das hoffe ich auch. Gleich wird sich zeigen, ob Janinas Alibi der Wahrheit entspricht. Jede Seite. Da hätte Janina eigentlich kommen sollen. Also sie ist hier eingetragen, sie hat gerade kurzfristig abgesagt. War gar nicht hier? Nee, sie war nicht hier. Ich erinnere mich jetzt auch, dass ich sie sogar am Telefon hatte und mir gesagt habe, sie hat sich mal gar nicht eingetragen. Oder sind Sie absolut sicher? Da bin ich mir absolut sicher. Sie ist hier durchgestrichen und ist nicht gekommen. Also das stimmt schon, was hier steht. Naja, Sie haben uns auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Gut, kein Problem. Tschüss. Tschüss. Janina, hat auch gelogen. Eine Magen-Darm-Grippe. Das hätte ich doch mitbekommen. Was machen wir denn jetzt? Na, auf jeden Fall erstmal ruhig bleiben. Ich meine, eigentlich wäre es mir auch ganz lieb, wenn Sie die Informationen noch nicht weitergeben. Bis jetzt wissen wir ja noch gar nichts Genaues. Ne? Die Sache ist natürlich schon irgendwie merkwürdig und man muss dem dringend weiter nachgehen. Da es sich jetzt hier allerdings um die Schwester meines Verwandten handelt, denke ich, ich werde nochmal das persönliche Gespräch mit Ihnen. Also wenn Janina jetzt auch noch was damit zu tun hat, dann bin ich völlig ruhig. Und Tobi? Tobi läuft doch auch noch. Also ich hoffe wirklich, das klärt sich bald auf. Den ganzen Tag über ist Janina nicht zu erreichen, weder persönlich noch telefonisch. Um auf andere Gedanken zu kommen, widmet sich Heike nach der Arbeit dem Bergwäscher, der in den letzten Tagen liegen geblieben ist. Und genau dabei macht die 39-Jährige einen erschreckenden Punkt. Was ist das denn? Das ist doch Janinas Kette. Und die ist ja auch noch zerrissen. Was macht die denn bitte in Kais Jackentasche? Ich hoffe mal nicht, dass Kaya mit der Sache mit Lukas und Lina was zu tun hat. Tobias, hallo. Ja, sag mal, du bist ja nicht vorstellen, was ich gerade für Erwägung gemacht habe. Tobias ist genauso vor den Kopf gestoßen wie Heike und verspricht sofort nach Hause zu kommen, um die Sache zu klären. Ja, bis gleich. Tschüss. Eine halbe Stunde später ist Tobias da. Der 48-Jährige ist wie elektrisiert, weil er von Anfang an den Verdacht hatte, ja, dass sein Sohn unschuldig im Gefängnis ist. Super. Als er die Kette zeigt, hat Tobias ein... Natürlich ganz anders aus. Ja. Sie kurz einmal? Nein, ich bin nicht Polizist, der weiß schon, was rechte Ordnung bedeutet. Sieht besser aus.